Okay, liebe Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Let's Find die roten Steine bei Lego der Hobbit. Diesmal habe ich aber keine Ahnung, was für ein roter Stein da kommt. Lass ich mich mal überraschen. Was jetzt? Wenn du nicht zu viel zu tun hast, könnte ich dich wohl bitten, mir ein paar Mithril-Tanzschuhe zu schmieden? Verrate es ihr nicht, aber meine Frau hat zwei linke Füße und diese Schuhe machen aus jedem einen Profitänzer. Dafür schenke ich dir dieses Ding, das dir für besiegte Bösewichter Stats gibt. Echt jetzt? Okay. So, ja, wo findest du den Auftraggeber? Und zwar, auch hier muss ich sagen, einfach mal die Sidequests hier in Wasserau und genauso wie in Hobbing, da einfach mal alle Sidequests machen und dann wirst du da das so oder so kriegen, diesen roten Stein. Und du findest ihn hier bei Wasserau, bei dem Haus hier, mit dem... mit der blauen Tür auf jeden Fall, okay. Egal, wir brauchen jetzt erstmal einen Bauplan. Dazu machen wir uns auf Richtung... oh, ein bisschen schneller hier. Richtung. Hier oben hin, Bruchtal. Da müssen wir hin. Zu den Elben. Zu den Elben. So, kurz mal abgecheckt hier. Wo ist das Gerät? Da ist das Gerät. Mithril Tanzstiefel. Da sind sie, da braucht man sie. So, er sagt das da jetzt so an, aber ich glaube, das ist falsch. Ich meine, wir müssen da lang. Eine gute Reise. Also zurück hier irgendwie. Weil der Navi, dem kannst du manchmal nicht vertrauen. Ja, was er da anzeigt, also so ist. Ich glaube, hier bin ich schon mal richtig. Muss ich da lang? Da muss ich lang. Genau, hier sind wir richtig. Also nicht dem Navi trauen. Das lügt bloß. So, hier brauchen wir auf jeden Fall einen Elben. So hoch hüpfen kann ich nicht. Nicht normal. Das wird wieder akrobatisch hier. Ups. Oh. Nein, nicht runterspringen. Troller. Oh, das war besser. Hier drauf gejumpt. So, da ist schon mal die eine Tür. Zwei Türen sind schon mal offen. Und die letzte. Und schon hast du den Bauplan. Okay, jetzt heißt es natürlich wieder zurück. Schmieden, abgeben, etc. Und dann sind wir um einen roten Stein reicher. Nach Bray. So, was war das nochmal? Mithril-Tanzstiefel, genau.
Oh, ist das heiß. Da wünschte man sich, der Bart wäre nicht angewachsen. Und da sind sie. Ich hoffe, das kackt ja gleich hier nicht wieder ab mit der Schnellreise. Das ist immer ärgerlich. Vorsicht mit dem Ofen. Ich bin nicht versichert. Und perfekt. Schön, mit dir Geschäfte zu machen. Mit einem heißen Ofen und dem richtigen Material kann man einfach alles schmieden. Kurz mal laden lassen, so, ja, genau. Einen äußerst robusten Kuchen. Und damit haben wir die geschmiedet. Ab zurück nach Wasserau. Wasserau. Dann bin ich mal gespannt, was das für ein roter Stein ist. So, fehlt ja nur noch ein rotes Fragezeichen da. Dann habe ich das hier auch abgeklappert. Wunderbar. Ich will ja unbedingt perfektes Schmieden haben, aber das scheint man hier wirklich zum Schluss zu finden, wenn es gar nicht mehr nötig ist. So, hier wieder rein. Was jetzt? Was jetzt? So, bitte, Alter. Und meine armen Füße danken dir auch. Selbst für einen Hobbit sind sie schlimm geschwollen von dem ganzen Getrampel. Hier, nimm das. Und mögen die Haare auf deinen Zehen nie ausfallen. Was? Okay, was haben wir? Charakterstats. Ach so, und das ist, wenn man Leute tötet, also Gegner, dann lassen sie Stats fallen, was sie eigentlich normalerweise nicht machen. Nicht verkehrt, nehme ich mit. Gibt's mehr Knete. Okay, ja, das war der rote Stein. Ne? Schwer ist es nicht. Ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal.